Willkommen zurück zu Spyro, Year of the Dragon aus der Spyro Reignite Trilogie Collection für den PC. Und ich habe den letzten Knochen gefunden. Und mit gefunden meine ich wirklich den Knochen und nicht noch den Typen, der den Knochen da hochhält, weil ich einfach vergessen habe, den einen Knochen einzusammeln. Beziehungsweise den nicht vergessen, sondern wahrscheinlich einfach nicht gemerkt, dass ich ihn nicht eingesammelt habe. Der liegt nämlich hier einfach im Boden. Kann ich ja lange suchen danach. Mir, das ist für dich. Es sollte ein Andenken sein, aber meine Koffer sind schon voll. Mein Freund fühlt sich schon viel besser. Oh nein, er tanzt wieder seinen Knochentanz. Das ist einfach so behindert. Okay, der waren die Entwickler wahrscheinlich ein bisschen gestört oder haben etwas genommen. Gut, wir haben zumindest das Level komplett. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in dieses Japanische. Da. Dieses Bambusstraße. Ist ja wirklich japanisch. Geil. Spyro, wir werden schon den ganzen Tag von Rhinoxen schikaniert. Deshalb konnten die Arbeiter nicht den Bambus für den Kreisel sammeln, der dich zum Abendsee bringen soll. Wir haben sie weggeschickt, aber sie hören nicht auf uns. Ling, ling. Das typische 500 Edelsteine. Wahrscheinlich haben wir auch wieder ein paar Challenges. Aber das kriegen wir hin. Menschen, die Edelsteine einsammeln in das Gebäude. Kommt man da eventuell rein? Nicht. Mir auch Geld sagt schon lange nicht mehr gezahlt, ne? Vielleicht kommt er ja jetzt wieder, dadurch, dass ich es gesagt habe. Na, was sagt ihr? Diesen Felsbrocken wegzuschieben war nicht leicht, aber nach einer Verschnaufpause will ich weiter Bambus sammeln.
Er hat da gerade gedeppt. Ah ne, er hat geniest. Sah so aus. Ach, die deppen beim Niesen. Gut. Da will ich hin. Aber auch hier. Zum Ei. Weit. Komme ich denn dahin? Da ist auch noch ein Ei, aber da komme ich ja. Achso, von oben. Wenn man da hinkommt, das kann ich mir irgendwie anders mal. Wenn Zeit ist. Wenn ich so weit bin. Dann. Wenn es an der Zeit ist, komme ich da mal hoch. Also, oder jetzt. Bis jetzt ist das nicht so. Ah, wobei, wenn noch ein Ei hier irgendwie offen rumliegt, dann eine Challenge mit zwei Eiern, dann geht das eigentlich doch schon recht zügig vorbei, ne? Yeah, ich hab dich gerettet. Tauchen, ne? Ja. Die Schwimmsteuerung, die ist so grässlich. Jetzt habe ich den Krug verpasst. So, noch ein bisschen was hier? Na Gott, dann können wir raus. Na, schlag zu. Hä? Verarscht! Na, shit! Ich dachte, das wäre so ein Regenschirm-Heini, aber nein. Ich konnte aber nicht so gut erkennen. Da müssen wir mir auch noch ankommen. Mensch, wie geht das da von hier? Eine Dreistigkeit. So, hier ins Wasser rein. Kann ich. Oh. Ein bisschen blöd beim Schwimmen hier, dass man hier nichts sieht manchmal. So. Und. Hier raus. Ja, das, da wäre es irgendwie, ne? Aber nee.
Ja, ist die Frage, ne? Da einfach so rübergleiten. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Oder das ist das Ausgangsportal, ne? Die Notfallfluchtbrücke. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Ich aktiviere sie sofort. Ah, okay. So kommen wir dahin. Es wäre uns eine Ehre, wenn du dieses Zeichen unserer Wertschätzung annimmst. Ja, das ist das Ausgangsportal, alles klar. Krass, Breakdance. Gut, dann gehen wir da mal kurz. Aber da müsste doch eigentlich. Ja, das Ausgangsportal müsste er gespeichert haben. Verkackter, dreckiger Huren-Eiern-Dieb. Eiern-Dieb. Ich hab ich dich. Muss nur in Feuerreichweite kommen. Das reicht schon vollkommen aus. Jetzt nicht, schade. Nein, the fuck? Die bestehen einfach aus Metall oder so. Kann man eventuell ein bisschen abkürzen bei der Brücke. Hab dich! Kann ja, glaube ich, Sparks auch anwenden bei Feinden, hoffe ich mal. Ne? Das war ja in der einen Welt ja auch. Level-Welt. War das ja auch so. Da konnte man das gut anwenden, bei den, wo die Drachen waren. Muss ich ja mal vor die Gegner stellen und sagen: Scan mal! Und dann wurde gescannt. Dann ja, dann machen wir sowas. Okay. Interessant. Nochmal. Spyro fängt dann nämlich einfach so an zu rollen. Was sind die eigentlich? Gibt hier keinen Yeti. Und es gab nie einen. War nur ein Mythos, wirklich. Zauberin. Ich glaube, du hast den Yeti weggesperrt und ich kann dieses Level nicht zu 100% abschließen. Weil ich in die nächste Welt muss. So, nochmal der nächste Versuch. Dieser funktioniert mit den Gleiten. Das ist total komisch gewesen, als ich da runtergerollt bin. Und im Yeti-Level ist wahrscheinlich auch noch ganz viel mit Diamanten. So Bergspitze vordringen ist aber im Grunde genommen.
Bist du schon das Jedi-Gedöns? Jedi-Eye? Oder anfangen, oder? Vase, die man weiter zum Anfang teleportiert. So, ich guck mal, wo Sparks mich jetzt hinbringt. Weil eventuell haben wir dann irgendwie, weiß nicht, zwei Eier noch in dem Yeti-Bereich drin. Ja, wir müssen in den Yeti-Bereich rein. Da kommen wir natürlich jetzt nicht rein. Und eiertechnisch glaube ich auch nicht, dass wir noch hier irgendwie draußen was haben. Seit damit sind wir jetzt auch immer fertig. Vor allen Dingen Diebfang ist das letzte Ei gewesen. Und ich glaube schon, dass wir hier nichts mehr eiertechnisch machen können. Sind wir auch mit dem Level fertig? Erstmal provisorisch. Lass uns zum Kreisel gehen. Mit? Oh, der heiße Ballon ist weg. Und jetzt haben sie den Kreisel. Ach so. Aber was ist dann? Wir haben ja hier noch, glaube ich, ein Level, oder? Ich guck mal kurz. Wir müssen doch eigentlich hier noch ein Level haben, aber das Level ist dann in dem Bonus oder was? Weil den Kreisel können wir schon aktivieren, also den Helikopter. Wir haben doch. Also Spark Level? Ja, hier. Was ist denn das? Fällt ein Strecke. Das hört sich so an. Oh nein, wenn das. Das hört sich so an, als wäre das ein Fluglevel. Oh, bitte nicht. Okay. Eventuell haben wir doch einen Fluglevel noch. Aber ich würde sagen, wir haben zwar jetzt noch nicht ganz 20 und sind noch nicht in Überlänge. Aber ich würde trotzdem schon mal sagen, dass ich jetzt hier die Folge beende. Und beim nächsten Mal machen wir dann noch das hier. Querfeldeinstrecke. Eventuell ist es ein Fluglevel. Ich hoffe mal eher, dass es vielleicht irgendwas Skateboard-mäßiges ist. Das wäre zumindest schön, weil bis jetzt hat alles Skateboard-technische eigentlich ganz gut funktioniert. Und war ganz spaßig. Spaßiger als die Fluglevel. Und dann haben wir ja noch ein Spark-Level. Sonst haben wir ja nicht vergessen. Das haben wir hier auch noch. Wobei... Das wird wahrscheinlich erst funktionieren, wenn wir das ein Level, wo wir noch nicht zu 100% abschließen können, wenn wir das fertig haben wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wird es so sein. Das heißt, ich muss erstmal dann in die nächste Welt, wenn ich das Level fertig habe, da dann den Yeti befreien, dann das Level machen hier mit dem Yeti und dann das Spark-Level und dann bin ich hier hundertprozentig fertig. Wird sein. Das alles und viel mehr beim nächsten Mal. Also haut rein. Tschüss.